Alle machen sich Gedanken, wie kann mein Leben besser werden? Wie kann die Welt besser werden? Wir stellen uns alle immer diese Fragen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Schön, dass du dir auch diese Fragen stellst, wie du dein Ding machen kannst und wie du auch mit deinem Ding erfolgreich sein kannst. Das Wichtigste ist natürlich erstmal rauszufinden, warum machen es die wenigsten. Und ich sage dir als allererstes schon hier, die wenigsten machen ihr Ding, weil sie nicht mal wissen, was wirklich ihr Ding ist. Was ist dein Ding? Wofür brennst du? Und da haben wir alle einen Grundwunsch, ein Grundding, wofür wir brennen. Und das ist das, dass wir da draußen endlich eine schöne, freudige, glückliche Welt vorfinden, dass wir ein Umfeld haben, wo die Menschen positiv sind, wo die Menschen Freude, Leichtigkeit, Gesundheit, Vitalität ausstrahlen. Das ist unser Ding. Wir brennen dafür. Wir brennen für so ein Leben. Wir brennen für so ein Umfeld. Wir brennen für so eine Welt. Aber, okay, und was hat es mit mir zu tun? Und da beginnen wir mit der Antwort auf die Frage, warum machen es die wenigsten? Warum machen die wenigsten ihr Ding und bringen ihr Ding zum Erfolg? Weil wir nicht genau wissen, welche Rolle spiele ich dabei, welche Rolle darf ich dabei spielen, welche Rolle darf ich einnehmen, was ist mein Part bei dieser großen Vision, mein Leben, meine Welt, mein Umfeld und das zu dem Besten und dem Schönsten zu machen, während ich dennoch weiß, es gibt große Probleme auf der Welt. Es gibt ganz viele Dinge, die sind sehr, sehr traurig. Es gibt ganz viele Dinge, die schmerzen. Es gibt Orte, die sind nicht angenehm. Es gibt alles Mögliche, was noch wehtut. Es gibt Erinnerungen, die wehtun. All diese Dinge habe ich da noch und ich kann sie nicht ignorieren und ich kann nicht einfach mein Ding machen und in dieser Illusion leben, dass doch alles in Ordnung ist, wenn doch in Wahrheit nicht alles in Ordnung ist. Mir wird es im Fernsehen gesagt, dass Leid herrscht, dass Krankheit herrscht, dass Verlust herrscht, dass Probleme herrschen, dass Einschränkungen herrschen. Mir wird es überall gesagt und gezeigt. Und ich habe mein ganzes Leben lang, war ich Zeuge von so vielen Problemen. Ich war Zeuge von so viel Schmerz. Schon als kleinstes Kind war ich Zeuge des Schmerzens, der Probleme, des Leides von meinem engsten Umfeld, von meinen Eltern, von meiner Familie. Ich war Zeuge, ich bin in eine Welt hineingeboren, wo ich Zeuge war von ganz schmerzhaften Dingen. Und dass ich da Zeuge war und dass ich das bezeugt habe, das kann ich nicht vergessen, das weiß ich, das habe ich gesehen und ich spüre es immer wieder und ich sehe es immer wieder und es wird mir immer wieder bewiesen, dass die Welt da draußen eben nicht dem entspricht, was ich mir so wünsche, was so mein Ding wäre. Es wäre einfach so mein Ding, morgens aufzustehen und mich zu freuen. Es wäre einfach so mein Ding, rauszugehen und freudige Menschen zu treffen, freudige Gespräche zu führen. Das wäre mein Ding und das wäre auch dein Ding und das ist unser Ding. Und weißt du warum? Weil wir so geboren sind. Deswegen wünschen wir uns das. Weil wir genau als dieses Design, als diese Art und Weise
von Mensch gedacht sind, dass wir eben tatsächlich sorgenfrei, angstfrei, leidfrei, in Leichtigkeit, ohne Schwere, ohne Rucksack, ohne Gepäck, ohne Schuld, ohne Sühne, ohne Kritik, dass wir tatsächlich so geboren sind. Deswegen sehnen wir uns auch so krass danach. Deswegen wollen wir alle so ein Leben. Und deswegen möchte jeder ein Beitrag sein für dieses Leben. Und da sein Ding finden, da seine Methode finden, da seine Behandlungsanweisung finden, da sein Vorgehen finden, da den richtigen Weg finden. Aber warum scheitern die meisten daran? Warum scheitern die meisten daran? Sie haben Ausbildungen gemacht, damit sie genau dieses Ding machen können, was weiß ich, Kinesiologie, Energetik, Meditation. Es gibt so viele Ausbildungen, so viele Kurse, Atemtechnik, alles Mögliche. Ich kann es gar nicht aufsammeln. Das, was Menschen hier gelernt haben, was Menschen mitgebracht haben, um ihr Ding zu machen, um einen Beitrag für diese gute, gute Welt zu sein. Um endlich zu heilen und den Schmerz zu heilen, den Mangel zu heilen. Und dennoch sind viele da, die selber in sich schmerzen. Es sind so viele da, die immer wieder hadern, die immer wieder Wut empfinden, die immer wieder Angst empfinden, die immer wieder Hoffnungslosigkeit empfinden und sagen, was soll ich denn noch tun? Wie sehr soll ich mich denn noch anstrengen? Ich bin doch wirklich bereit, alles zu geben, aber ich bin immer nur noch am Struggeln, ich bin immer nur am Kämpfen. Ich kann mich nie entspannen, ich kann mich nie einfach nur mal locker lassen und den Fluss des Lebens führen. Ich bin die ganze Zeit dabei, irgend in einer Problematik zu sein. Und weißt du, was dann die meisten machen? Die meisten machen, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist mir alles zu anstrengend. Ich muss alleine sein. Ich muss mich zurückziehen. Ich mag die Menschen nicht. Ich will nur mit Tieren zusammen sein. Ich will eine Farm. Ich will einfach, am allerliebsten würde ich gar nichts mehr machen. Und genau das ist der Punkt, an dem eigentlich die meisten ankommen und dann entweder aufgeben, für immer resignieren, oder anfangen, es richtig anzupacken. Und zwar bei sich selber. Ich kann nicht eine Wahrnehmung von mir haben selber, dass ich irgendwo noch fehlerhaft bin, mich immer noch mit anderen vergleichen, zu sehen, dass es immer noch nicht gut genug ist, zu sehen, dass ich im Mangel bin, zu sehen, dass irgendetwas an mir nicht stimmt, dass ich irgendwas zu wenig gelernt habe, dass ich zu wenig Ausbildungen habe, dass ich zu wenig Legitimation habe, mein Ding zu machen. Und da muss ich anfangen. Ich muss zu der Person werden, die dieses ganze Spiel des Lebens Nummer 1 versteht. Die aufhört, irgendwelchen Sachen zu glauben, irgendwelchen Wenn- und Dann-Geschichten auf den Leim zu gehen, irgendwie sich sagen zu lassen, dass sie es auf die eine Art leben muss, machen muss, denken muss, Marketing machen muss, ihr Business rausbringen muss. All das muss aufhören. Du musst zuerst so sicher in dir und in deiner Energie und in deinem Seinszustand werden und sein, dass du absolut okay bist. Dass du deine innere Welt führst. Erst dann kannst du auch im Außen eine Leaderin sein, eine Führerin sein. Dein inneres Management, dein inneres Unternehmen muss sich zuerst so anfühlen, wie du möchtest, dass es sich im Außen anfühlt, wenn du auftrittst, wenn du dein Ding machst, wenn du deinen Beitrag leistest. Und die meisten machen es andersrum. Und deswegen scheitern sie.
die meisten versuchen mal da draußen irgendwas zu schaffen und zu machen und zu tun und anzubieten und zu promoten. Und innen sind sie noch nicht stabil. Innen haben sie noch Ansichten, Denkweisen über sich selber, die ihnen sagen, dass da was fehlt, dass es nicht gut genug ist, dass es noch nicht zum Erfolg führen kann. Deswegen, deswegen, deswegen. Und mein Ansatz und meine Erfahrung und mein Wissen ist einfach, dass es nur eine energetische Welt ist, die du managen musst. Es sind Energien, die du managen musst, die aus deinem Denken, aus deinen Ansichten, aus deinen Rückschlüssen generiert werden. Und die geben dir ein Gefühl. Deine Gefühle kommen aus deinem Denken. Deine Gefühle kommen aus deinen Ansichten. Und da ist der einzige Punkt, wo du anfangen musst. Und zwar nicht in einzelnen Glaubenssätzen oder in einzelnen Ansichten, sondern du musst global verstehen, wie diese Welt funktioniert. Und dass es da draußen kein Universum gibt, mit dem du dich verbinden musst. Dass es da draußen nichts Existentes gibt außerhalb von dir. Da gibt es kein Feld, da gibt es nichts, was einfach nur existiert ohne dich. Du bist der einzige gemeinsame Nenner von allen Feldern, von allen Ansichten, von allen Glaubenssätzen, von allen Überzeugungen. Bist du der zentrale Punkt. Und da kannst du dich in Energiefelder einchecken oder was weiß ich nicht was oder Entscheidungen in Verbindung oder im Alignment mit dem Universum versuchen zu finden. Aber dauerhaft wird dein Spielchen da nicht mitgespielt von deinem Verstand, wenn du nicht das große ganze Verständnis hast darüber, wie die Welt in dir entsteht und aus dir heraus manifestiert wird. Es ist nichts da draußen, nichts, rein gar nichts ist außerhalb von dir. Du bist alles. Und wie kannst du das merken? Wie kannst du das spüren, dass du wirklich alles bist, dass es außerhalb von dir niemanden gibt? Stell dir nur die eine Frage. Wer fühlt all die Gefühle? Wer denkt all die Gedanken? Wer nimmt all das wahr? Ich meine, wenn du dich ein bisschen mit Quantenphysik auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass der Beobachter der auslösende Kraft dafür ist, was aus der Energie entsteht. Und so bist du der Beobachter der Energie, die dein ganzes Universum entstehen lässt. Jetzt gibt es aber so viele Ansichten, die uns beigebracht worden sind, die uns das nicht erlauben. Weil in dem Moment, wo du beobachtest, wo du feierst, wo du dich freust über irgendeine Situation, über irgendetwas, was du siehst, über irgendetwas, ist in deinem Hinterkopf das Wissen, dass wenn du jetzt den Fernseher anstellen würdest oder wenn du jetzt die Zeitung lesen würdest, würdest du beobachten, dass Menschen leiden, dass Menschen Sorgen haben, dass Menschen sich schlecht finden? Und weil du das weißt, erlaubt dir
unser jetzt so programmierter Verstand, dich nicht ganz einzulassen auf all die Freude, auf all den Erfolg, auf all die Schönheit, auf all die Liebe, die du tatsächlich beobachten könntest in deinem Leben, in deiner Welt. Du könntest so viel Schönes beobachten, du könntest so viel Freude beobachten. Und dennoch ist da das Wissen auf der einen Seite, dass es dir vielleicht nicht zustehen würde, dich so zu freuen, dich so gut zu fühlen, dich so gut zu finden, so in Ordnung und zufrieden mit dir zu sein, so das Leben so zu genießen, wo du doch weißt, es gibt andere, die das nicht tun, die das nicht können, für die das nicht gut ist. Und hier ist ein wichtiger Grund, dass du verstehen musst, dass wenn du diese Seite, dieses Negative, diese Dinge, die du nicht mehr haben willst in deinem Leben, wenn du da von bedeutsamer Hilfe, Heilung sein möchtest, musst du dir erlauben, ganz in deinem Divine Design aufzugehen. Das ist genau das, was ich nenne. In meinem Originalzustand, wo ich dir vorher gesagt habe, warum du eigentlich möchtest, dass da draußen alles so heile Welt ist, liebende Welt, unterstützende Welt. Das, dein Originalzustand, dein Divine Design, das musst du dir erlauben zu leben. Obwohl und trotzdem du weißt, dass es ganz viele andere Menschen gibt, die das noch nicht verstanden haben, die sich das noch nicht erlauben, ihre ganze Aufmerksamkeit in eine Welt des Mangels, in diese Welt, die wir Menschen uns designt haben, in diese mangelhafte Welt, in diese Welt, die uns eigentlich nicht gefällt, dass wir meinen, wir sind da drin gefangen und gefesselt. Und dabei ist es einfach nur ein Wechsel des Seinszustandes in ein Bewusstsein, in eine Welt, in der die Dinge eben so sind, wie sie mir gefallen, wie sie sich gut anfühlen. Und das ist die wahre Dualität, das ist die wahre Polarität. Und ich muss nicht in Ordnung sein und ich muss das nicht in mein Leben ziehen und ich muss das auch nicht als mir angehörig, zugehörig, mit Mitgefühl und so weiter, diese Welt des Teufels, des Bösen annehmen. Ich muss sie nicht annehmen. Ich muss sie nicht für mich annehmen. Ich muss nicht dorthin gehen. Ich muss dort nicht wohnen. Ich muss dort nicht denken. Ich muss dort nicht mitfühlen. Ich muss dort nicht mitarbeiten. Ich darf dieses Leben verstehen und meine Rolle in diesem Leben als Schöpfer, als Master Manifestor, als Generator, als Alleinsseiendes, dass ich nicht alles, was es gibt, in meine Welt einladen muss, sondern dass ich tatsächlich die Autorität, die Kraft und die Macht habe, in meine Welt die Dinge einzuladen, die meinem ursprünglichen Design entsprechen. Und dazu brauche ich meinen Verstand. Mein Verstand muss das verstehen. Mein Verstand muss lernen, aus dieser Persönlichkeit, aus dieser Identität, die sich erhaben hat, die sich herausgenommen hat, die sich erinnert hat, wie das funktioniert, dass ich heute, morgen, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Moment weiß, wer ich bin, wie das läuft und wie ich es haben will und dass ich dabei bleibe. Und das ist dein Ding. Und darum geht's. Und du wirst diesen Erfolg nur haben können, wenn du dieses ganze Konzept verstehst. Weil wenn es irgendwo ein Leck hat, wenn es irgendwo irgendetwas hat, wo dein Konzept nicht managen kann, wo es dich nicht unterstützen kann, wo du nicht für dich da sein kannst, wirst du scheitern, wirst du brechen, wirst du leiden, wirst du Sorge haben und wirst dein Ding nicht machen können, wirst immer wieder auf die Nase fallen und vor allem, selbst wenn du nicht auf die Nase fällst, wirst du doch immer eine kleine Energie der Angst und der Befürchtung mit dir herumtragen, wo du immer denkst,
wann kommt der nächste Hammer, wann hört es auf, wann kommt der nächste Downfall. Und solange diese Energien in dir noch schwingen oder irgendetwas, was noch glaubt oder annimmt, dass es nicht in Ordnung ist, das zu tun und das zu wollen, was du möchtest, weil du vielleicht jemandem etwas wegnimmst, weil du vielleicht eben nicht aus der höchsten Idee kommst, sondern aus deiner Mangelidee und sagst, ich mache das nur, damit ich Umsatz mache, ich mache das nur, damit ich Geld verdiene, ich muss ja Geld verdienen und ich brauche ja Geld und all diese Denkmuster, ja, all diese Sachen, das sind alles Energien, die du nicht verstecken kannst. Du kannst es nicht verstecken. Das, was du über dich selber glaubst, das, was du über die Welt glaubst, das bist du. Und du hast keinen Grund, irgendetwas zu kritisieren, manipulieren und vergleichen zu müssen. Weil, wenn du verstehst, dass die Kritik immer mit dir selber stattfindet, wenn du weißt, dass die Manipulation immer mit dir selber stattfindet, wenn du weißt, dass alles hier ein inneres Management, eine innere Arbeit ist, dann wirst du dich auf einen anderen Weg machen. Dann wirst du verstehen, wo es anfängt in deiner eigenen Mentalität, in deinem mentalen Bereich, in deinen Ansichten, in deinem Seinszustand, in deinem Selbstwert, in deiner Selbstliebe, in deinem Selbstgespräch, dass dein ganzes Business erstmal ein Selbstbusiness ist, bevor du rausgehen kannst mit einem Angebot für andere. Weil ein Selbstbusiness nicht stabil ist, wenn es nicht klar ist, wenn du hinter deinem Selbstbusiness nicht stehst, wird es niemals so sein, dass andere dein Ding unterstützen. Egal, was dein Ding ist. Und deswegen ist diese Selbstarbeit number one. Und die meisten fangen an, da draußen rum zu arbeiten, an irgendwelchen Organisationen, an Strategien und so weiter. Und es klappt nicht, weil diese Selbstarbeit, dieses Selbstmanagement, die Selbstleadership, dieses Selbstkonzept einfach nicht stabil steht. Und diese Instabilität, diese Zweifel, diese Ängste, diese Befürchtungen, die wirst du im Außen sehen, manifestieren, erleben. Und das ist eine gute Sache, dass unser Leben so funktioniert. Weil dann weißt du immer, wo du bist, Status quo-mäßig. Wenn du ganz ehrlich wahrnimmst, was dich da draußen stört, was dich da draußen ärgert, dann ist es etwas, was du in deinem Inneren noch nicht richtig gemanagt hast. Und wenn du das verstehst, dann wirst du verstehen, dass der Großteil der Menschen versucht, das zu bekommen, was sie wollen, auf eine falsche Art und Weise. Auf eine mühselige Art und Weise, auf eine anstrengende Art und Weise, auf eine Art und Weise, die nicht stabil ist, die kein Fundament hat und die jederzeit, wo man jederzeit sieht, oh mein Gott, das hält's nicht, das ist nicht stabil, das ist, oder man wartet, wie lange geht's noch, wie lange sind die da, wie lange reden die das, wie lange machen die das noch mit, weil du irgendwo diese Dissonanz in der Energie spürst, von jedem Business, das da draußen ist, wenn du dich mal wirklich richtig drauf einlässt und wenn es ein People-Business ist, wenn es ein Dienstleistungs-Business ist, dann merkst du immer, um was es dieser Person geht und wie dieses Business aufgestellt ist. Und es gibt eben wenige, die verstehen, dass es nicht darum geht, was du tust, welche Strategie du fährst, welche Organisation du hast, dass du das alles frei nach Gusto wählen kannst. Wenn du deine Stabilität in deiner Erfolgsmentalität findest.
Deine Erfolgsmentalität, kennst du die? Weißt du, wer du bist, wie du denkst, wie du auftrittst, wie du sprichst, wie du dich fühlst, wie du andere siehst, wenn du in deinem Erfolg lebst? Weißt du, wie das ist, wenn du dann in dieser Erfolgsmentalität dein Leben führst, deine Beziehungen führst, dein Business führst? Und wenn du da keine klare Vorstellung hast und im Zweiten diese klare Vorstellung nicht in dich integriert hast und jeden Morgen als dieser Mensch, als diese Identität aufwachst, weil du immer noch denkst, da draußen ist irgendetwas, was einen Einfluss auf dich hat oder dass das Universum endlich Erbarmen hat oder dass du endlich herausfindest, wie du in Anleitung und Anbindung mit Seelenkonzept und Universumskräften und Engel und Hirsche und Einhörner endlich zum Erfolg kommst, wenn es für dich noch nicht geklappt hat. Universumsglitter, Einhörner, Engel, Tarotkarten, Wahrsager, Astrologie, dann liegt es daran, dass dein inneres Wesen weiß, dass es Divine Design ist und dass es die einzige operierende, energiegenerierende, nach außen sich zeigende Kraft ist und dass da irgendetwas, dein natürliches Wissen weiß, dass da kein Retter, kein Ritter, kein Einhorn, kein lieber Gott, kein was auch immer, an was du glauben magst, was dir die Heilung bringen könnte, jemals vorbeikommen kann, weil sie in dir wohnt, weil sie schon da ist, weil du es einfach nicht siehst, weil du es nicht erkennst, weil du es nicht leben kannst, weil du es nicht weißt, weil du nicht informiert bist, weil du es nicht besser gewusst hast. Und weil du immer in der Abhängigkeit von irgendetwas Größerem im Außen dein ganzes Leben aufgebaut und geführt hast. Aber was ist, wenn da nichts Größeres im Außen ist? Was ist, wenn du das Größte bist? Was ist, wenn du die Größte bist? Was ist, wenn alles nur du bist und du tatsächlich jetzt frei wählen kannst, wer und wo du bist, wie du dich siehst, wie du dich liebst, wie du auftrittst, wie du sprichst, weil es immer gut und richtig ist, wenn du in deiner Welt diese Prämissen setzt, für dich, für dein Sein? Wie ist es, was, egal was du willst, was du tust, was du machst, was du sagst, wie du auftrittst, was ist, wenn das alles zu deinem Erfolg von deinem Ding, dein Ding von dir. Es gibt ja eigentlich nur dein Ding. Das ist ja jetzt der Witz an der ganzen Geschichte. Es ist immer dein Ding. Und ob du dein Ding erfolgreich siehst oder Misserfolg siehst in deinem Ding, das liegt an dir. Und es gibt nichts anderes für dich zu tun, als das zu verstehen, als das zu so verinnerlichen, als dass dich immer wieder daran erinnerst, weil wir vergessen diese Dinge. Wir kommen immer wieder in den alten Modus, in die alten Reaktionen, in die alten Ansichten zurück und müssen uns dann wieder korrigieren. Und deswegen ist es ein Prozess, diese stabile Erfolgsmentalität einzubetonieren, als dein Normal anzunehmen. Und wenn du das machst, dann brauchst du ein bisschen Zeit. Du musst dir Zeit geben. Du musst dir eine ganz neue Sichtweise auf dich selber und dann auf dein Leben implementieren. Das ist heftig, weil die Sicherheit ist ja doch da. Es war ja eigentlich nicht so schlecht. Es ist ja eigentlich nicht so schlecht. Natürlich, es ist nicht so schlecht. Aber du willst so viel mehr und du willst so viel anderes. Und es ist alles möglich. Niemand und nichts, außer du selber, kann dir sagen, dass es so sein muss und so bleiben muss, wie es ist. Niemand kann dir sagen, wie für dich Erfolg ist, wie deine Erfolgsmentalität ist, wie man denken muss. Sondern es geht darum, dass du für dich diese Energie generierst und dass du für dich die Ansichten und Gedanken so wählst, dass sie sich für dich nach Erfolg anfühlen, dass du für dich dein Leben so generierst,
in deiner Erfolgsmentalität. Nur du. Nur du allein. Du musst nichts erfüllen. Du musst nichts abgucken. Du musst nichts verändern, was du nicht verändern willst. Du musst nur sehen, wie diese Energie dahinter spielt. Spielt sie Richtung Erfolg oder spielt sie Richtung Misserfolg? Spielen deine Ansichten Richtung Erfolg oder Richtung Misserfolg? Und dazu musst du eben wissen, was für dich Erfolg ist. Und dazu musst du wissen, authentisch für dich, wie du in dieser Erfolgsmentalität hier als manifestiertes Wesen durch die Welt marschierst. Was für energetische Fußabdrücke du hinterlässt. Weil es nur um diese ganze Energie geht, die hinterher dazu führt, dass etwas Manifestes entsteht. Und das kannst du nicht ändern. Du kannst dich drüber ärgern. Du kannst dich drüber aufregen. Du kannst verletzt sein. Du kannst enttäuscht sein. Du kannst das alles. Aber du kannst es nicht verändern. Du kannst nur erkennen, wie du das für dich managst und hinbringst. Und ich wünsche mir das so sehr. Es ist der Weg, es ist der allereinzige Weg. Ich habe wirklich, egal wen du siehst, der irgendwo das Leben lebt, das er möchte und Erfolg hat, der hat diese Arbeit gemacht. Der hat eine Erfolgsmentalität, die sich gut anfühlt, die sich authentisch anfühlt, mit der er oder sie jeden Morgen aufsteht, jeden Abend schlafen geht. Es fühlt sich an wie ein Wohlbefinden, wie eine Selbstliebe, ein Selbstrespekt, eine Anerkennung seiner selbst, seines Lebens, seiner Taten, seiner Visionen, seiner Vorstellungen, seiner Intentionen. Und das gehört, bereinigt diese authentische Erfolgsmentalität, die muss so sein, wie dein allerliebstes Kind, deine allerliebste Schöpfung, diese du in dieser Mentalität zusammen mit Erfolg muss sich für dich sowas von normal, großartig, wunderbar, liebenswert anfühlen. Und solange es sich das eben nicht so anfühlt, wirst du diesen Erfolg nicht annehmen wollen, weil da Bedingungen dran geknüpft sind, die sich eben nicht gut fühlen. Und solange du Bedingungen an deinen Erfolg, sei es an deinen Beziehungserfolg, deinen finanziellen Erfolg, deinen Business-Erfolg geknüpft hast, die sich für dich mühsam und schwer anfühlen, ist Arbeit zu tun. Ganz einfach. Ja, und jetzt komme ich zum Schluss. Das war jetzt ein wahnsinniges Teaching. Es ist wichtig, dass du dir dieses Video nochmal anhörst, um zu verstehen, um was es wirklich geht in diesem Leben, als energetische Wesen und doch hier in einem manifesten Körper. Du brauchst wirklich dieses Konzept zu verstehen, dass da draußen nichts und niemand ist und dass du das Außen alleine kreierst und generierst aus deiner Mentalität. Und wenn es um Erfolg geht, dann ist es deine authentische Erfolgsmentalität, die für dich gut und richtig sein muss, die für dich freudig unterstützend ist. Und das ist das Projekt, das wir machen ab 1. Januar, ein ganzes Jahr, 12 Monate hindurch, deine authentische Erfolgsmentalität zu erstellen, zu programmieren, als dein Normal für deinen Verstand gelten zu lassen, ohne dass du irgendetwas im Außen befolgen musst, irgendeine Strategie, die dir nicht passt und entspricht, irgendeine Annahme treffen musst, die du nicht treffen möchtest, sondern einfach nur für dich ganz entspannt und relaxed erfolgreich sein darfst in allen Lebensbereichen. Und das ist ein wunderbares Programm, kostet im Moment bis morgen noch 4.500 € für 12 Monate. Und wenn du jetzt schon einsteigst, dann kann ich dir versprechen, dass du einen Haufen Boni bekommst, schon bevor wir im Januar starten, dass du schon von mir genau Anweisungen, Kurse, Unterstützung, lass dich überraschen, aber du kannst jetzt schon starten, du kannst jetzt schon deine Erfolgsmentalität gießen, generieren, lieben, nach außen tragen. Du fängst genau dann an, wenn du die Wahl triffst. Und das Gute an einem ganzen Jahresprogramm ist einfach, dass du dabei bleibst und dass du
nicht mehr aussteigst und dass du nicht mehr irgendwelche Situationen erlebst, wo du allein dastehst, wo du nicht mehr weiterkommst oder wo du wieder zurückfällst, weil das ist das, was uns die Zeit kostet, was uns so unglaublich viel Lebenszeit kostet. Wenn wir Probleme auf unsere altbekannte Art handeln und warten, bis die Zeit die Wunden heilt oder bis die Wunden nicht mehr so wehtun. Und diese ganzen Wunden, diese ganzen Verletzungen, die kosten uns das Leben. Das Leben hier, das Leben im Jetzt. Also melde dich bei mir an, melde dich gleich über meine Homepage an, dass du wirklich diese 25% Black Friday Rabatt für ein Jahresprogramm für 4.500 Euro dir sichern kannst. Ich meine, wenn du es nachher für 6.000, ich rechne ja jetzt in Franken, ich habe es vergessen, aber es ist sozusagen eh 1 zu 1 im Moment. Du kannst es auch für 6.000 Franken kaufen. Das ist einfach ein No-Brainer. Das sind 500 Franken, 500 Euro pro Monat für deinen Erfolg, für deinen schönen Erfolg, für deinen Erfolg, der sich so fließend und wunderbar anfühlt. Warum solltest du das nicht tun? Warum solltest du nicht wirklich dich autark machen von all dem, was da draußen ist und dir endlich den Erfolg manifestieren, kreieren, holen, genießen, der einfach möglich ist, weil du alles bist. Und wenn du da allein weiter rumstochern willst und Zeit verschwenden willst, dann ist es in Ordnung. Wenn du irgendjemand anderen findest, der dir auch ohne eine Bedingung, ohne eine Vorgabe, so muss es sein und so musst du dich positionieren und nur so kannst du Erfolg haben und so musst du Marketing machen, so musst du Social Media machen. Wenn du erstmal wissen willst, was für dich authentisch dir entspricht, sodass es sich so spaßig, leicht und fluffig anfühlt, egal was du nachher an Strategie machst, egal wie du dein Business organisierst, dann bin ich die Richtige. Wenn es aber nicht deine Herangehensweise ist, wenn du meinst, du müsstest dich erst mit Hard Facts und Strategien und noch mehr Wissen und noch mehr Theorie von anderen Menschen auseinandersetzen, kannst du das gerne machen. Das ist nicht der Weg, wo ich weiß, dass er zum Erfolg führt, weil ich bin den Weg gegangen. Ich meine, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe Hardcore-Business gearbeitet, ich habe in der Bank gearbeitet. Ich habe Unternehmen aufgebaut, ich habe Quality Management eingeführt, ich habe als Marketing-Dozentin gearbeitet. Glaube mir, ich kenne all diese Strategien, ich kenne all die Hard Facts, ich kenne all die Art und Weisen, wo man gemeinhin glaubt, wie es gehen muss und wie ein Business geführt werden muss. Und diese Art und Weisen waren mir zum Beispiel nie angenehm. Ich habe es aber trotzdem gemacht und ich habe gedacht, das bringt den Erfolg. Und es ist nie das dabei rausgekommen, es ist nie der Erfolg, nie die Lebensqualität, nie dieses Lebensgefühl dabei rausgekommen, das ich mir eigentlich gewünscht habe, weil ich die falsche Arbeit gemacht habe, weil ich die falschen Dinge getan habe, weil ich nicht authentisch war, weil ich nicht mal wusste, wer ich authentisch bin, weil ich meine authentische Erfolgsmentalität nicht mal kannte. Weil ich mich immer mit anderen verglichen habe und gesagt habe, boah, so wie die das machen und so viel Arbeit, so viel Stress, boah, das will ich eigentlich alles gar nicht. Oh mein Gott, und hier die ganze Zeit und Workshops und bezahlte und kleine Programming und so weiter und so fort. Es waren für mich nie authentisch. Ich hatte nie Lust auf diese. Du musst aber und so funktioniert es und das ist die Art und Weise und hier musst du einen Workshop machen und einen Intensivkurs und dann musst du alle in eine Ausbildung einladen und das und so musst du es machen. Und ich kann dir nur versprechen, du musst gar nichts, was dir nicht entspricht. Du musst nur herausfinden, was dir entspricht, was dir wirklich Spaß macht und wo du die Leute mitziehen kannst, weil du selber so begeistert bist. Und es ist das Einzige, was du nachher letztendlich tust, was du letztendlich anbietest, das ist zweitrangig. Es muss dir entsprechen. Dein Leben muss dir entsprechen, dein Business muss dir entsprechen, dein Lifestyle muss dir entsprechen, dein Tagesablauf muss dir entsprechen. Und wenn es dir nicht entspricht, dann musst du wissen, was dir stattdessen entspricht. Und das ist eigentlich, es ist so leicht. Aber wir müssen die Arbeit machen. Weil die Erfolgsmentalität, die uns eingebläut worden ist, mit
wo ich herkomme, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Du musst dich anstrengen und von nichts kommt nichts und da hast halt wieder zu wenig gemacht und du hast zu wenig gewollt, du hast dich zu wenig angestrengt, da bist du halt noch nicht gut genug, ja. Dieses Erfolgsdenken, diese Erfolgsmentalität, die ist in uns drin. Von Geburt an sind wir damit gewaschen worden und wir müssen uns damit reinwaschen. Davon reinwaschen können wir uns nur, wenn wir verstehen, was die Energie generiert, wie diese Mentalität, die wir haben, die wir tragen, manifestiert. Und dann können wir es verändern, dann können wir hundertprozentige Verantwortung übernehmen und dann können wir es leicht haben. Aber dieses ganze Zeug, diese ganzen Ansichten, die nicht dienlich sind, die das Leben schwer machen, die das Leben bedingt machen, die sind das, was dir alles versaut. Versaut dir alles. Das muss raus. Du brauchst eine Erfolgsmentalität, die eben nicht leistungsorientiert ist, die dich nicht antreibt, die dich nicht ins Burnout treibt, die dich nicht kaputt macht, die dich nicht einsam macht, die dich nicht traurig macht, die dich nicht als Loser und Versager fühlen macht, sondern du brauchst eine Erfolgsmentalität, die dich aufbaut, die dich feiert, die dich toll findet, die dich einfach nur unterstützen möchte. Und diese Erfolgsmentalität entsteht nun mal in dir. Das bist du, das machst du. Du hast diese Ansichten. Und das fühlt sich ein bisschen crazy an, gegen den Strom schwimmend, oder? Weil alle anderen, die arbeiten ja so hart, alle anderen, die arbeiten ja so viel, alle anderen, die sacrificen ja so viel, alle anderen, die stressen sich ja so viel. Ich kann doch nicht einfach behaupten, ich bin erfolgreich und ich reiß mir nicht den Arsch ab, bin kaputt und renne durch die Gegend wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Ich kann doch nicht behaupten, ich bin erfolgreich. Ich kann doch nicht einfach meinen Erfolg einsacken. Ich kann doch nicht einfach so entspannt hier sitzen, sorgenfrei leben und zu wissen, dass ich versorgt bin, dass ich bezahlt werde, dass ich unterstützt werde für das, was mein Ding ist, ohne zu stressen. Geht das? Ja, das geht. Ja, das muss gehen, weil wir so gedacht sind. Und es gibt noch nicht sehr viele Menschen, die das wirklich machen und durchziehen. Und ich bin dafür die da, die das so machen und durchziehen wollen. Es gibt genügend Coaches, Mentoring-Programme, Business-Programme, die dir erklären, was für Schritte du durchgehen musst und wo du grinden musst und wo du präsent sein musst und was du anbieten musst, damit du Erfolg hast. Aber ich bin die, die mit dir rausfindet, wie es für dich Erfolg ist, wie deine Erfolgsmentalität ist, wie deine Erfolgsansicht ist. Und es ist egal, wie sie ist. Wenn du sie gut findest und dahinter stehst, dann wird sie Erfolg generieren. Und das ist das Großartige an diesem energetischen Universum, das in uns entsteht und durch uns generiert. Das ist das einzige Universum, das da ist. Das Universum, das nach den Gesetzen der Energie funktioniert. Und Energie hat niemals Erbarmen mit dir. Ja? Überleg dir mal, du betest und sagst, oh, liebes Universum, bitte unterstütze mich. Und dann wirst du nicht unterstützt. Und du hast doch gebeten, du hast doch gebetet. Aber weißt du, was du energetisch gesagt hast? Ich bin klein, ich bin schwach, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht unterstützt und irgendwas auf dieser Welt sollte vielleicht mal Erbarmen mit mir haben. Das sind diese Aussagen. Das ist genau das, was passiert. Wenn wir um Hilfe rufen, um Hilfe schreien, dann sind wir so hilfsbedürftig. Und in Wahrheit sind wir es eben nicht. Wir sind nicht hilfsbedürftig. Wir sind auch nicht gebrochen. Wir sind auch nicht klein. Wir sind in Wahrheit nicht unterdrückt. Gar nichts von dem. Wir wissen nur nicht, wer wir wirklich sind, wie wir dann wirklich denken, wie wir wirklich, welche Ansichten wir haben, was wir beobachten. Ja, Ansicht heißt ja auch beobachten. Also
Ich finde es mega schön, dass ihr alle noch da seid. Ich könnte ewig lang drüber sprechen noch. Das ist das, was ihr in meinen Coachings bekommt. Ihr kriegt so viel Einsichten, ihr kriegt auf ihr kriegt auf all eure Fragen, kriegt ihr Antworten. All das, was ihr nicht versteht, all das, was sich noch ein bisschen nicht harmonisch, nicht zusammenpassend anfühlt, all das, das fühlen wir, das fühlt sich schwer an, das fühlt sich traurig an, das fühlt sich unglücklich an. Und wenn du jetzt dir überlegst, dass du ein Jahr lang all das auflösen kannst, ein Jahr lang deine Erfolgsmentalität authentisch lieben lernen, kreieren lernen, generieren lernen, wenn diese Mentalität, die du hier innen in Bezug auf Erfolg in allen Lebensbereichen generierst, muss sich im Außen zeigen. Und da ist so viel mehr drin, ja? Und warum sage ich das zum Abschluss? Warum ist da so viel mehr drin? Weil es unendlich ist. Wir sind so unendlich. Und dass wir uns das auch wirklich erlauben, noch mehr Erfolg haben zu wollen. Ich meine, ich könnte total zufrieden sein. Ich lebe hier an einem Ort, wo andere Urlaub machen. Ich habe 99% Sonnentage. Mein Sohn macht mir überhaupt keine Sorgen, hat mir noch nie Sorgen gemacht. Ich habe 0,0 Sorgen. Ich muss mir keine Sorgen machen, aber dennoch habe ich so viele Wünsche, dennoch habe ich so viel zu geben, dennoch habe ich so viel weiterzugeben an Input, an Erfahrung, an Liebe und an Unterstützung. Und das möchte ich tun und gleichzeitig möchte ich das für mich auch wieder zurücknehmen. Das haben wir übrigens in der Ausbildung zum Master of Divine Design Energetics gelernt, erfahren am eigenen Körper, dass wenn du jemand anderen in dieses heile Bild bringst, die Heilung, das Heilsein in einem anderen Menschen in dir selbst generierst, generierst du wieder ein Stück mehr heiles Sein von dir. Nimmst du es wahr, beobachtest du es, kreierst du es, generierst du. Alles, was du im Außen ansiehst, siehst, dir vorstellst, ist für dich. Und da sind so viele Sachen drin, die dann wieder heißen, du darfst doch nicht so egoistisch sein, das ist doch egoistisch. Und dann bringst du jemanden anderen Heilung, Unterstützung. Und dann willst du auch noch was dafür bekommen. Das muss doch gratis sein. Und all diese Dinge, die sind vernichtend. Die vernichten dein Divine Design. Diese Denkweisen, diese Ansichten, die vernichten deine authentische Divine Design Erfolgsmentalität. Die machen dich immer wieder schlecht. Die erlauben dir nicht den Erfolg. Die missgönnen dir Erfolg. Das wird immer da sein. Das wird sich dir immer zeigen, wenn du dieses innere Management für dich nicht gefunden hast. Stabil, stabil, stabil. Du keine Angst mehr hast, dass irgendetwas passieren kann, wo dir dein Herz bricht, wo dich verletzt, wo dich enttäuscht, wo dich aufhält, wo dich niederschmettert oder wo dich traurig macht. All diese Emotionen sind okay und die dürfen kommen, aber sie dürfen nicht dein Leben beeinflussen. Sie dürfen nicht deine Entscheidungen beeinflussen, sie dürfen nicht deine Träume beeinflussen, sie dürfen nicht deine Wünsche beeinflussen und sie dürfen vor allem nicht deine Mentalität beeinflussen. Das ist der Schlüssel. Das zu lernen in 12 Monaten, für so einen Schnäppchenpreis, dahin zu gehen, diese Frau zu sein, diese Frau zu zeigen, egal in welcher Lebensphase, egal in welchem Alter, das ist der Schlüssel zu deinem Erfolg mit deinem Ding. Mit deinem Ding. Ja, ihr Lieben, jetzt komme ich zum Ende. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Ich bin ja gerade in so einem YouTube-Coaching, wo es eben wirklich auch darum geht, Sachen zu lernen. Aber diese Sachen zu lernen, die sind eben nur zusammen mit der richtigen Erfolgsmentalität wirklich gewinnbringend und spaßbringend. Und dort bin ich in der Gruppe mit anderen und auch da sehe ich immer wieder, wie viele
Dinge machen oder mit Dingen auf YouTube versuchen, erfolgreich zu sein, die nicht ihr Ding sind? Oder kannst du mir erklären, dass sich jemand wirklich ehrlich dafür begeistert, zum Beispiel über Inkontinenz zu sprechen die ganze Zeit? YouTube-Videos zu drehen über Inkontinenz. Ich weiß nicht, wen es begeistern kann, darüber zu sprechen, dieses kleine Problem der Inkontinenz zu lösen. Wenn es doch darum geht, ein großes Problem des Selbstbildes, des Selbstkonzepts, des Lebenskonzepts, des eigenen Designs zu lösen. Weil dann lösen sich alle kleinen Probleme mit. Und das hört sich vielleicht mega arrogant an, aber ich habe es bei mir und bei anderen gesehen. Diese Probleme, mit denen wir uns abmühen und kämpfen, diese Symptome, die wir bekämpfen wollen, können wir niemals verhindern, weil sie die Kreation und die Manifestation unserer grundsätzlichen Mentalität sind. Und ist deine Mentalität aus deinem Divine Design herausgeboren oder ist deine Mentalität aus dem Human Design herausgeboren? Du entscheidest. Die Mentalität ist das, was du nach außen trägst, deine Ansichten, deine Identität und deine Persönlichkeit. Und die Symptome, die dir begegnen, mangelndes Geld, Inkontinenz, Unglück, Trauer, Einsamkeit, zu wenig Erfolg im Business, einschränkender Erfolg oder eingeschränkter Erfolg in der Beziehung. All das sind nur die Symptome, wo du im Außen sehen kannst, dass du hier in einer Mangelmentalität drin bist, in einem mangelnden Design, in einem Design, das dir in Wahrheit nicht entspricht. Wenn es dir entsprechen würde, glaube mir, es wären da draußen nur Symptome, wo du sagst, wow, wie geil, oh mein Gott, wie schön, oh mein Gott, wie schön, oh mein Gott, wie schön. Und du hättest keine Aufmerksamkeit darauf, wie dein Körper schwach wird, wie du älter wirst, wie du vielleicht abgelehnt wirst, wie du nicht irgendwo ankommst, gut. Das käme dir gar nicht in den Sinn, wenn es nicht in deiner Mentalität drin wäre. Ich kann dir nur sagen, mach dich an die Arbeit. Ich lade dich ein, in unserem Kreis mitzureisen. Es ist nicht der Mainstream-Kreis. Es ist die hundertprozentige Eigenverantwortung, und zwar 100%. Manche sagen, ja, übernimm Verantwortung und meinen, okay, bis zu diesem Punkt. Aber ich sage, du bist alles. Du kannst hundertprozentig einfach dastehen. Und das bedeutet eben auch, dass es dir egal ist, was da draußen passiert. Und zwar nicht egal, wenn du jemand bist, I don't care, I don't give a shit. Sondern weil du weißt, warum es so wichtig ist, dass du dich da nicht drauf einlässt, dass du dich nicht auch in Dinge, in eine Welt hineingibst, in der du nicht leben willst und der du auch für andere nicht generieren und kreieren willst. Also, hier wird gedruckt. Das ist für mich der Moment zum Aufhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und verpasst wirklich nicht die Frist, 27.11. 12 Monate Begleitung für 4.500 Franken. Also, ich freue mich auf diejenigen, die es wirklich wollen. Und ich freue mich auch, wenn ihr irgendeinen anderen Weg findet, der euch freudig und leicht macht. Bis dann!